Jo, okay. So, einen Moment. So, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns einmal gründlich hier um. Ob wir da nicht irgendwas Spannendes finden. So. Nö, da haben wir nicht wirklich viel tolle Sachen. Ja, jedenfalls hat die Siedlung schon mal bessere Zeiten erlebt hier. Das ist, denke ich, nicht zu übersehen. Die meisten Häuser sind eh nur Bullshit. Aber gut, nach 210 Jahren oder so, was das auch immer ist, steht irgendwo eine Jahreszahl vielleicht oder so. Skills, Special-Fähigkeiten. Nö, also Jahreszahl ist keine. Wir nehmen auf jeden Fall alles Mögliche mit, was wir finden. Denn, das komme ich später nochmal, man kann damit ganz tolle Sachen anfangen. Na, erst schauen wir mal, was es hier so alles Mögliche gibt. Also ich denke mal, die meisten von euch wissen es eh schon, dass man dann aus Trailern und alles Mögliche, dass man halt... Oh, ein blaues Kleid, das probiere ich gleich mal an. Dass man dann ganz viele Sachen bauen kann und so. Im Prinzip fast alles. Deshalb ist das hier kein Geheimnis mehr. Sauberes blaues Kleid. Wie schaut denn das aus? Ja gut. Ja. So, Ward-Anzug neu. Ja, das Kleid hat halt leider keine Rüstung, deshalb lassen wir es beim Ward-Anzug. Nehmen wir einfach mal den sauberen. Kann er nicht schaden. Okay, der Fernseher ist im Arsch, oder? Ja. Sonst wirklich viele tolle Sachen haben wir nicht in diesem Haus. Schauen wir ins nächste. Da waren wir ja schon drinnen. Da habe ich auch ein Safe gesehen. Kaugummi. Der ist sicher noch ganz lecker. Nach 200 Jahren. Wahrscheinlich schon ein bisschen härter als ein frischer, aber besser als nichts, ne? Warte, wo war der Safe? Da war der Safe. Okay, ja. Schloss knacken. Oh. Da war ich ja nie so wirklich gut. Da vielleicht. Ja, sieht gut aus. Ah. Ja. Bisschen rauf vielleicht. Nein. Nein. Ein bisschen. Ja, geht doch. Oha. Gleich mal eine neue Knarre, Löffel, zweimal Dings, Kohle. Ja, also nicht schlecht. Dann habe ich gleich mal eine neue Waffe. Mal schauen, was sie so drauf hat. Impro-Pistole. Schaden macht sie 13. Okay, wie viel macht unsere 18? Feuerrate ist ein bisschen höher. Aber alles in allem würde ich sagen, ist da unsere schon noch besser. Aber die Patronen sind auf jeden Fall wichtig, die was wir gefunden haben. Plastikkürbis, ja. Ich dachte kurz, das wäre ein Gegner. Jetzt habe ich auch schon ein paar Paramanuel neuer. Ja. Ich entschuldige mich für diesen Witz. Wenn ich mich recht entsinne, müsste das unser Haus sein, dem wir vor 210 Jahren gelebt haben. Fernseher geht leider nicht mehr. Jetzt kann ich wieder einen neuen bestellen bei Amazon. Eieiei. Es ist eh immer das gleiche, ohne Babyflasche. Brotkasten, Pfeffer, Salz, Topf, Deckel. Mr. Handy, Treibstoff. Ah, da haben wir ihn, ja, unseren Cordsworth. Karton. Auch zum Treibstoff sicher noch. Den nehmen wir mal mit. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Haarklammern, die können nie schaden. Die sind ja fürs Aufsperren. Den kann man nie genug haben. Okay, da hätten wir unser Zimmer. Ich nehme Ich mal. komme, Schatz. Ja, ich nehme mal auf jeden Fall so viel mit wie geht. Wir haben natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl. Also wir haben jetzt 52 von 230. Aber soweit ich weiß, kann man das auch noch erhöhen. Oder hätte man erhöhen können, wenn man, glaube ich, auf Stärke skillt. Da wir das nicht haben. Also ich glaube sogar für jeden Stärke-Skill-Punkt kommen 10 Tragfähigkeit dazu. Und da wir 3 Stärke haben, haben wir 230. Und hätten wir 10 genommen bei Stärke, hätten wir 300 Tragfähigkeit.
tragen können, aber da finde ich unsere Variante doch um einiges besser noch. Okay, haben wir irgendwas Nützliches? So wirklich nicht. Also ich bin auf der Suche noch nach weiteren Saves. Was war da? Irgendwas mit Kleidung? Ehering. Haben wir gleich zwei Stück davon. Okay, da haben wir nicht wirklich was gefunden. Na. Okay, da ist, denke ich, weiter nichts. Also wir schauen jetzt jedenfalls mal hier das Haus um. Was haben wir da? Werkbank. Okay, mit der Werkbank kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Wechsle mit links und rechts zwischen den Optionen. Mit rauf wählst du das Objekt aus oder Gebäude aus, das du bauen willst. Wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke A, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position des Objektes um und deine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du Objekte baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwertet, die sich in deinem Inventar oder im Inventar der Werkstatt befinden. Ja, und damit hätte man jetzt auch die Erklärung, warum ich die ganze Scheiße sammle. Man kann einfach eigentlich viel zu viel bauen. Und da kann man sich danach ganze Siedlungen und Städte bauen, so wie man fröhlich ist. Nachher auch Leute anheuern und alles Mögliche. Man kann auch da zum Beispiel den Reifen verwerten in Gummi und da kann man sich was aus Gummi bauen. Und so weiter und so fort. Und wie gesagt, da könnte man jetzt rein theoretisch dieses ganze Haus einfach mal so schubsiwups, weg ist es. Und dann, wenn man den unbedingt möchte, kann man sich da sogar ein ganzes Fertighaus herstellen. In den verschiedensten Größen. Und wir hätten jetzt sogar schon genug für dieses Häuschen hier. Zusammengesammelt aus dem ganzen Schrott von davor. Man kann sich natürlich auch die Häuser selbst zusammenbasteln. Vielleicht bräuchten wir noch ein bisschen mehr Holz. Ich würde sagen, das holen wir uns einfach mal schnell. Und da, schwuppsdiwupps, haben wir ein riesiges, fettes Häuschen. Das könnten wir jetzt sogar hier herstellen. Also ich kann nur sagen, Holz und Stahl zu besorgen ist eigentlich relativ einfach. Natürlich kann man sich die Häuser auch selbst zusammenbauen, was auch irgendwie ein bisschen individueller ist dann natürlich. Aber ich würde sagen, so für den Anfang können wir uns da mal so ein kleines Lager errichten. So. Ja. Dann können wir uns natürlich auch eine Inneneinrichtung und so alles erschaffen. Indem wir Metallfertighäuser gäbe es dann natürlich auch später. Die was dann natürlich um einiges noch schwerer zu erbauen sind und für die man viel mehr Ressourcen benötigt. Obwohl, so viel mehr sind es eigentlich gar nicht. Könnte man sich dann auch noch fettes Metallhaus und so alles bauen und auch einzelne Wände und Strukturen und so. Also da sind fast keine Grenzen gesetzt. Ich würde sagen, das hier verwenden wir gleich mal so als erstes Lager. Da würde ich auf jeden Fall gleich mal ein Bett hineinstellen. Da so. Ja. Und da oben sieht man es, da werden gerade die ganzen Sachen, die was wir vorher gesammelt haben, entfernt. Und ich nehme da zwar schon was vorweg im Spiel, aber man kann es ja schon ab jetzt machen. Da vorne können wir mal so eine schicke Bank hinstellen vielleicht. Und so, da hat man halt keine Grenzen, da kann man wirklich alles machen, was man will. Und vor allem das Wichtigste ist, was eigentlich auch mein Grund war für das Ganze hier, ist, dass ich so eine Kiste bauen wollte, in der wir mal unsere ganzen Sachen sammeln vielleicht. So vielleicht. Nachher werden wir natürlich auch noch individuelle Häuser bauen, die was wir auch irgendwie selbst zusammenbasteln. Und so weiter und so fort. Nein, ich möchte es nicht einlagern. So. Regale und so kann man da alles bauen. Tische, Möbel. Alles, was das Herz begehrt. Zum Beispiel so ein Billardtisch und so. Und da hat man eben keine Grenzen. Man kann dann auch in den zweiten Stock gehen und so. Und dann kann man dann halt auch nachher, wenn man wirklich die Lust und also ja und die Zeit dazu hat, was im Let's Play relativ schwierig werden wird, dann kann man sich da halt ein riesen Haus bauen mit allen möglichen drinnen, mit Abwehranlagen, mit, keine Ahnung, Atomraketenwerfern auf dem Dach oder so. Wir machen einfach mal so, keine Ahnung, Nachttischchen. So.
kann man dann, keine Ahnung, Dekorationen, Wandschmuck, alles mögliche, Bodenbelege, so eine Abtrittsmatte davor hinlegen. So, was auch ganz wichtig ist, ist eine Tür. Ich glaube, die ist da bei Strukturen. Genau, Türen. Immer da alle möglichen Türen bauen. Gefällt mir persönlich die blaue fast noch am besten. Und ich persönlich finde halt den Baumodus von Fallout 4 richtig cool gemacht. Damit verbringe ich auch ziemlich viel Zeit. So, nein. Lass mich. Hier geht es nur von innen irgendwie. Okay, bauen wir es mal von innen. So. Ich würde sagen, fürs Erste reicht es mal. Wir werden nachher sicher noch mehr bauen. Und verschiedenste Sachen erschaffen. Natürlich auch irgendwie hochwertigere Gebäude und so. Aber ich denke mal, das werden wir später dann vertiefen. Vorher schauen wir uns dann noch ein paar Sachen an. Da können wir eben quasi die ganze Siedlung neu aufbauen. Oh. Waffen, wo ist sie? Da. Hallo? Ah, so, okay. Dann werden wir die Gefahr gleich im Keim ersticken und dem mal einen schönen Headshot verpassen. Das war anscheinend nicht der einzigste. Komm her. So, das machen wir mal so. Bang, boom. Headshot. Was? Ist jetzt verkackt. Ein ernstes verkackt. Das Fleisch nehmen wir natürlich auch, weil damit kann man sich nachher noch schöne Sachen kochen. Okay, Ölkanister. Ah, und Nuka-Cola Cherry. Damit kann man sich heilen, soweit ich weiß. Kann auch nicht schaden. Steampack ist quasi auch eine Heilung. Kann man auch immer brauchen. Und da haben wir wieder was zum Entsperren. Ja, und so, meine Freunde, entsperrt man Kisten. Smoking. Okay, ich weiß nicht, da meine Frau spielt, ist es jetzt nicht so der Burner. Smoking. Okay, da hinten haben wir noch irgendwas Nützliches. Gartenstuhl und so. Ja, alles ganz mehr oder weniger nett eingerichtet. Oder war's mal. Vor allem, ich bin auf der Suche nach solchen Sachen mit dem da hier, weil das ist einiges wert. Hey, da haben wir noch eine Knarre. Okay, und was haben wir da? Willkommen bei Termlink, bla bla bla. Oha, Passwort erforderlich. Eieiei. Okay, hacken und A auswählen, das Richtige. In 4 Versuche, bevor sich das Ganze wieder ändert. Ja, und bei denen kann es immer anders sein. Aber meistens sind es die Wörter. Oder eigentlich immer, und an irgendwas erkennt man das meistens. Zum Beispiel da bei Wars haben wir ein Ad. Ja, genau. Okay. Sanctuary Hills. Keine Ahnung, es ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Okay, da kann man sich dann über die ganzen Leute was und über das Ganze was zusammenlesen. Ich denke mal, im Let's Play ist das alles ein bisschen langwierig. Man kann sich das Spiel ja kaufen. Also wer es noch nicht getan hat, wahrscheinlich eh niemand. Aber falls es irgendwer noch nicht getan haben sollte und das Spiel noch nicht besitzt, kauf's. Mehr kann ich echt nicht sagen. Oh, oh. Headshot. Bam. Oh, und ein Level-Up gleich. Okay. Beim Level-Up können wir nämlich... Ja, genau. Unsere, unsere Attribute verstärken. Und soweit ich weiß, können wir auch einfach so eins verstärken. Genau, da können wir dann Sternchen dazu tun. Oder... es weiterentwickeln. Genau. Einfach so hinauf weiterentwickeln alles.
Und dadurch werden immer neue Sachen freigeschaltet oder auch wir können ganz oben mal was einfach verstärken. Ich würde sagen, damit wir am Anfang ein bisschen mehr Chance haben, würde ich einfach sagen, dass wir die Stärke erhöhen. So, einfach mal. Und genau jetzt können wir auch schon 240 tragen, was eigentlich auch ziemlich hilfreich ist. Ich denke mal, zuerst sollte man wirklich die oberen ein bisschen aufwerten, bevor man dann weiter nach unten geht. Aber das ist natürlich alles, naja, alles ist möglich in dem Sinne. Von dem her ist es eigentlich wurscht. Oh. Oh. Irgendwie die Viecher, die trifft man nicht. Habe ich das Gefühl, oder halt nur schwer. Was das Ganze sehr problematisch macht. So, will noch wer aufs Maul hier drin? Nicht? Okay. Sonst haben wir hier auch eher wenig. Der Angel, ja. Kann man mitnehmen. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir jetzt wirklich mal auf den Weg Richtung Concord. Über die Brücke hinüber. Das größte Problem ist halt, dass man jetzt wirklich überall hinlaufen kann und dass es quasi ein never-ending Game ist. Also stellt euch wirklich auf ein paar Völkchen ein. Oh. Der hat es ja auch nicht weit geschafft. Gammler-Outfit brauche ich nicht. Schnapsglas hat er dabei. Pff, ein Säuferhund auch noch. Okay, da vorne ist der Red Rocket. Irgendwas. Gehen wir mal auf jeden Fall hin. Ich ändere einfach mal die Perspektive. So. Red Rocket Raststätte. Oh! Grüße den Hund. Hey Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Hi. Hast eine Ladung Flöhe an Bord, was? Okay, lass uns zusammenbleiben. Oh. Und jetzt haben wir unseren Begleiterhund. Er hat auch gleich was gefunden direkt. Ja. Da gibt es auch wieder jede Menge Zeug zu finden, was man alles durchaus mal mitnehmen kann. So. Und da haben wir dann auch für nachher so eine Werkzeugbank. Da können wir auch unsere Waffen aufbessern und den ganzen Mist. Also von dem her erwartet uns so einiges. Nur haben wir natürlich momentan noch relativ wenig Optionen, da wir noch ganz am Anfang sind und eigentlich noch nichts haben. Von dem her. Da haben wir auch eine Werkstatt, da können wir auch dann umbauen hier in dem Gebiet. Oh, oh shit. Oh. Zum Glück stecken die nicht so viel ein, die Viecher. Ja, komm her, du Aslak. So. Naja, lecker Fleisch auf jeden Fall. Da liegen auch die Trümmer rum von denen. Also mit mir darf sich da keiner anlegen, ja? Ist das klar? Okay. Ja, ich denke mal, weiter haben wir hier nichts rumlungern. Würde ich sagen, schauen wir uns mal gleich im nächsten Ort um. Zwar in Concord. Allerdings erst in der nächsten Aufnahmesession, obwohl. Eine Sache vorher noch. Bam! Oh. Komm her. So. Weg mit denen. Ja, danke. Ja, und ich würde sagen, in der nächsten Aufnahmesession geht's weiter. Das heißt für euch wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und dann auch mit Hintergrundmusik.
GEMA-freier. Also die Playlist werde ich zusammenstellen bis dahin. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fallout 4. Tschüss. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Oh, and I'm the type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, well, you know that I'm around. 'Cause I'm a wanderer. I'm a wanderer.